fangen am Freitag, wenn alles gut läuft, an mit dem Mannschaftstraining. Liebe YouTube-Zuschauer auf dem YouTube-Channel-Kanal Live, heute können Sie mitdiskutieren, da unten in der Leiste. Thema neue Bundesliga, die neue Bundesliga-Saison 2020-2021. Sie können mitdiskutieren, ich mache jetzt den Fernseher lauter. Viel Spaß dabei und schreiben Sie in die Kommentare hinein. Es geht um FC Bayern München, um Alaba. Hören Sie mal, was da gesprochen wird. Und sollten Sie Bayern-Fan sein, könnten Sie jetzt da unten in die Kommentare reinschreiben, was Sie von diesem Kommentar halten. Viel Vergnügen dabei. Viel Spaß dabei. Nationalmannschaft. Würde das eben letztendlich auch gerne machen. Das, was mit Kimmich ja auch passiert ist, von dieser Außenverteidigerposition dann ins Zentrum reinzurutschen. Und das würde dann auch wieder gleichbedeutend sein, wenn man eben diese Möglichkeit hat, mit Alaba entsprechend auch im Zentrum zu planen oder ihn dort aufzustellen, dass man dann eben mit Lucas Hernandez hinten diesen adäquaten Ersatz hat, der dann hinten den linken Innenverteidiger-Part spielen kann. Und so gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten für Hansi Flick in diesem Kader auch dann zu reagieren. Ein Goretzka mal auf die 10, Müller mal eine Pause zu haben, Alaba, Tolisso, wir haben ja noch ganz, ganz viele andere in dem Kader, also das erleichtert dann schon auch diese Position hinten in der Innenverteidigung, dann gibt es auch noch einen Boateng, also man sieht schon, dass die Bayern dahingehend sehr variabel und flexibel aufgestellt sind. Und wir sprechen gleich noch über weitere Möglichkeiten auf der Doppelsechs, jetzt interessiert mich aber wirklich brennend die Auflösung unserer Instagram-Umfrage, wie sieht es denn da aus? Ich kann es leider nicht gut lesen, Moment, ja, bam. 73. Die Community hat gesprochen. Nein. Wir alles Bayern-Fans sind, wollen Alaba bleibt. Die Moral haben. So, jetzt können wir nochmal diskutieren. Also, Marc, auf deiner Seite. Ja, nicht verwunderlich, weil letztendlich er darf ja gerne gehen. Ja? Aber eben den FC Bayern, die sollen schon noch ein paar Euro mit ihm ziehen. Ja? Wahnsinn, das ist ein Vertrag, der beide Seiten geschlossen haben und er darf nicht ablösefrei gehen. Das ist ja Wahnsinn, er würde nur seinen Vertrag respektieren. Leute, was ist los mit euch? Große Empörung bei Max und wir schauen nochmal auf die neuen Möglichkeiten. Sollte es für David Alaba vielleicht auch eine Position weiter nach vorne gehen und sollte eben Thiago nicht mehr im Kader sein? Stichwort Doppelsechs-Tom. Ja, ich meine, Thiago zu ersetzen 1:1 wird schwer, ist auch mit dem Spielerpotenzial, Material momentan nicht möglich. Thiago ist für mich sozusagen der beste Fußballer, aber man kann es dann doch anderweitig auffangen, nämlich dann eben mit diesen Dingen, die wir jetzt hier mal grafisch dargestellt haben. Alaba, haben wir vorhin gesagt, kann diese Position spielen. Man hat mit Cousins einen jungen Spieler, dem man letztendlich auch viel Potenzial zutraut und ihn eben auch in dieser Rolle sehen könnte. Dann haben wir Tolisso, den Weltmeister dürfen wir auch nicht vergessen. Durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen, wenn der stabil bleibt und wenn der seine Form abrufen kann, so wie wir ihn auch eigentlich letztendlich kennen und die Bayern ihn auch geholt haben aus diesem Grund, dann kann er da auch spielen. Nian Su, jetzt leider verletzt, der wird noch fehlen bis November, aber auch ihn sagt man natürlich da entsprechende Qualitäten zu und da gibt es letztendlich ganz, ganz viele Möglichkeiten auch in der Breite, was dieses Mittelfeld angeht, sind die Bayern auch in Zukunft sehr gut und adäquat aufgestellt. Also Hansi Flick muss sich erstmal keine Sorgen machen, er kriegt diese Doppelsechs schon besetzt und wir sind beim Thema Thiago, weil wir natürlich auch darüber weiter sprechen müssen. Danke Torben für deine Einordnung zu möglichen Konstellationen und Thiago, aus dem wird man momentan nicht so richtig schlau, was einen Transfer angeht. Das Thiago-Mysterium. Keiner weiß, was er will. Zukunft bei Bayern oder doch Vereinswechsel? Hat der FCB seinen Spielmacher einfach nicht verstanden? Lügt der Spanier in Bezug auf seine Wechselabsichten? So Max, Bayern ohne Thiago. Muss Bayern nachlegen? Ich glaube auch, ich bin bei Thomas, bei Torben. Ich sage auch, sie können das auffangen. Ein Corentin Tolisso, dem traue ich in diesem Jahr enorm viel zu. Ja, der war lang verletzt, der war eigentlich schon abgeschrieben, aber der ist wirklich enorm stark, hat er in Ansätzen gezeigt, war dann leider viel verletzt, ist Weltmeister 2018 geworden. Können sie machen. Und wenn man diesen komplizierten Transfermarkt bedenkt in diesem Sommer, sage ich, wartet ein Jahr, macht das nicht und schaut, wie das ohne Thiago funktioniert. Ihr lasst euch alle blenden von dem Triple-Erfolg jetzt nach dem Motto, der Kader ist sensationell. Wenn man Thiago verliert, sind wir ehrlich, das ist der beste Fußballer beim FC Bayern. Ja,
geile Leistung, ja. Champions-League-Finale, ne? Sieht man's richtig. Ja, und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, Thiago kann man nicht ersetzen mit einem Cuisance oder einem Adrian Fein und selbst ein Tolisso, der muss erstmal wieder reinkommen. Er hat noch nicht das gezeigt, was er wirklich jetzt bei Frankreich auch teilweise gezeigt hat. Lange verletzt, also deswegen, sorry, man muss nachlegen, Thiago, solch ein Kaliber an Spieler, auch wenn er gegen den Ball Schwächen hat, der muss ersetzt werden. Und vor allem müssen wir, Jungs, bei diesem Thema extrem auf jedes Wort aufpassen und jedes Wort auf die Goldwaage legen, denn schauen wir mal, was die Kollegen aus einer Geschichte gemacht haben. Warum lügt Thiago? Und dann stellen wir uns die Frage, müssen wir Thiago tatsächlich die lange Nase machen und ihn als Lügner abstempeln? Das ist schon harter Tobak. Ja, krasser Vorwurf auf jeden Fall in Richtung Thiago. Und das Problem dabei liegt einfach, dass das ungerechtfertigt ist. Also man muss wirklich ins Detail reinschauen und in die Pressekonferenz reinschauen, wo er genau das gesagt hat. Und ich glaube, dann erklärt sich einiges. Thiago ist kein Lügner und ihn der Lüge zu bezichtigen, ist eigentlich eine Frechheit. Yo no he dicho en ningún momento a ningún medio, no he hecho nada oficial de que me voy, intereses, cada año me ponéis en un club diferente, así que estoy al margen, para mí mi futuro ahora mismo es el partido de mañana, no hay más, no hay tema de conversación sobre esto porque... Wie ist jetzt eure Meinung dazu? Ihr könnt jetzt in die Kommentare hineinschreiben, benutzen Sie die Daumen oder sonst was, oder... Benutzen Sie die Daumen auch, wie eure Meinung dazu ist von dieser Saison. Ich teile Ihnen das auf YouTube mit, weil viele vielleicht kein Sky haben oder kein Internet haben oder kein Internet und kein Sky haben. Deswegen teile ich Ihnen das jetzt aktuell hier mit. In Bayern, aber eben nicht in den Medien und deswegen ist er kein Lügner. Also was machen wir mit unserer langen Nase? Weg damit auf unserer nächsten Grafik. Das wollen wir so an dieser Stelle nicht stehen lassen. Sieht auch viel besser aus. Steht besser. Ja. Ohne die lange Nase und natürlich die Logos um ihn herum. Max, welche Türen gehen überhaupt auf für ihn? Man hört nichts eigentlich. Ja, müssen wir jetzt einfach noch mal ein paar Tage abwarten. Aber der FC Liverpool, das erklärt sich ja da. Ich habe immer gesagt, im Moment ist Thiago kein Transferziel. Und dabei bleiben sie weiterhin. Aber Gini Wijnaldum, das ist der Schlüssel in der ganzen Geschichte, befindet sich in Gesprächen mit dem FC Barcelona. Und wenn der Transfer durchgeht, dann braucht Liverpool auf genau dieser Position einen Ersatz. Und dann könnte das eben das Puzzlestein, der Puzzlestein sein, der dann Thiago eben zu einem Wechsel, den Wechsel ermöglicht. Und ich glaube, dass er da auch dann auch gut, sehr gut hinpasst. Das ist ein ganz anderer Typ. Der passt ja null zu Liverpool. Klopp will den Speed haben, ja, spielt auch gerade in seinem System, ohne eben diesen klassischen Spielmacher. Thiago hat kein Speed, also was er nicht hat, er hat kein Speed. Ja. Und deswegen, ein Jordan Henderson hat auch kein Speed und ist zum Premier League Player of the Year gewählt worden bei Liverpool. Ne? Also du brauchst jetzt im zentralen Mittelfeld bei Liverpool nicht nur Speed, wenn du Sané, Mané und Salah auf den Außen hast. Aber eine Doppel-Sechs brauchst du, weil Thiago defensiv einfach die Schwächen hat, der ihn abfängt, wie zum Beispiel Joshua Kimmich, bei Liverpool auch schwierig. Ja. Zukunftsmusik bei Thiago, wir werden das genau beobachten und wir haben gehört, Barca immer wieder so ein Knackpunkt in diesem Transfersommer und das wird auch gleich wieder ein Thema sein. Was haben wir letzte Woche nicht diskutiert über den Namen Lionel Messi? Plötzlich alles ganz anders und deswegen bleibt er auch heute Top-Thema. Bereit? Vollgas! Jeden Tag ein... Liebe YouTube-Zuschauer, das war's. Diskutieren Sie jetzt unten mit, was Sie davon halten, von Alaba und Thiago. An alle Bayern-Fans oder an Nicht-Bayern-Fans oder an Anti-Bayern-Fans. Was will ich mal an Anti-Bayern-Fans? Benutzen Sie die Daumen nach unten oder nach oben oder schreiben Sie in die Kommentare unten hinein, was Sie jetzt von diesem Ganzen halten. Bundesliga nenne ich das Bundesliga 2020-2021. Machen Sie mit, schreiben Sie rein, benutzen Sie die Daumen und euch noch eine schöne Woche. Weil genau sage ich das jetzt nicht, wann die Bundesliga losgeht, weil das weiß ja jeder Fußballfan eigentlich schon. Servus. Ein richtiger Fan weiß das schon.